streamen? Wird gestartet. Sachen gibt's. Vielleicht läuft das ja jetzt. Vielleicht läuft es ja jetzt. Meine Freunde. Ah. Hallo. Leck die Scheiße immer noch. Ich hab extra den Router neu gestartet. Live-Stream-Zustand ist sehr gut, steht hier. Neu gestartet. Nur jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's doch, Freunde. Hört ihr mich überhaupt? Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich? Ich glaube schon. Mike, das hier? Ja, sehr schön. Sehr schön. Freunde. Ach, meine Nase juckt. Hey, Scar. Hey, Sammy. Was geht, Sammy? Sammy Alzain. Ah, sehr schön. Lauter. Woo. So. So, jetzt ist das Mikro auf volle Lautstärke, also noch höher geht gar nicht. So, Freunde. Stream laggt. Sorry, ich habe Router neu gestartet. Ich habe meine Internetleitung gerade überprüfen lassen, so Unity Media technisch. Da ist alles gut. Ich verstehe gar nicht so richtig, woran das liegt. 120.000er Leitung bei Unity Media, also eine ganz normale Leitung. Ich weiß gar nicht, warum die da so Faxen machen. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil YouTube Livestreaming noch in der Beta ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Router. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich mag Bananen. Sachen gibt's. Ich mag Äpfel. So, ich denke mal, wir fangen jetzt damit an, so wie es der Titel sagt, Freunde. Von ungefähr 1000, ich habe ein bisschen hochgespielt, weil ich eben noch Sturmelementar aufgenommen habe, aber eine andere Challenge habe ich nicht mehr geschafft zeitlich, denn ich muss später noch weg, meine Frau ist gerade in der Dusche. Deswegen habe ich jetzt schon früher angefangen zu streamen, weil ich früher wieder aufhören muss, weil wir noch wegfahren werden. Aber das wusste ich heute Mittag noch nicht, als ich das Video hochgeladen habe. Was haben wir denn hier? Ich ändere gerade den Titel. Live 1000 Poker. Nee, Live von 1000 auf 2500, denke ich, werden wir schaffen. Ich denke, das werden wir schaffen, Freunde. Meine Frau soll in den Stream kommen. Nee, da hatte ich keinen Bock drauf. So, mit dem Deck spielen wir, mit meinem Lieblingsdeck. Und ja, die ersten paar Matches, die dürften eigentlich normalerweise... Ne, weil man ist halt in der Arena, der es noch sehr chillig zugeht. Jo. Seit wann spiele ich Castle Crush? Eigentlich schon im Prinzip fast seit Release. Here I come. Ich sehe gar nicht, wie viel... Das aktualisiert bei mir auch gar nicht so richtig. Wie viele Zuschauer wir haben. Bei mir steht jetzt 194.
Fima Curse. Curse, Curse. Ja, wir werden vielleicht auch mal ein paar andere Decks spielen, weil jetzt am Anfang dürfte das alles eigentlich gar kein... Game bitte lauter, jo. Sofort. Am Anfang dürfte das gar kein Problem sein, Freunde. Ich habe viel höhere Karten und wahrscheinlich mehr Erfahrung. Das hört sich so ein bisschen... Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber so meine ich das gar nicht. Mehr Erfahrung. Haben wir eine schöne plus 10 Erscheinung. Ja. Freunde. Und das haben wir gewonnen. Hab immer gedacht, dass die Hexe Feel My Pain sagt. Da hast du falsch gedacht. Wir bekommen jetzt die Siegeskiste in Burg 4. Das, ich weiß gar nicht, ist da... ja doch, da muss eigentlich weniger drin sein. Keine Ahnung. Schauen wir mal gleich. Wie findest du, dass das Spiel noch nicht für Android raus ist? Also... ja, man weiß nicht wirklich die Gründe, warum. Das weiß keiner. Von daher würde ich da immer aufpassen, was man da so sagt. Also, mich selber, mich packt das nicht, weil ich kein Android benutze. Aber für die anderen, die es benutzen, das ist natürlich scheiße, ist klar. Was soll es sonst sein? Hoho. Da kann man auch gar nicht drum rumreden, boah, ist klar. Ist kacke. Was ist deine Lieblingskarte und warum? Erscheinung und Bogentussi. Bogentussi, weil es eine Tussi ist. Und Erscheinung, weil sie erscheint. Ja, also dieser Stream wird definitiv auf YouTube hochkommen. Also kann ich leider keine Musik oder so im Hintergrund spielen lassen, weil ich dann Probleme nicht mit GEMA bekomme, weil die GEMA hat ja jetzt irgendwie gelernt, die Klappe zu halten. Aber einfach so wegen Content-ID-Sperrung oder wie nennt sich die ganze Geschichte. Hast du den neuen Track von SpongeBoss gesehen? Ja, habe ich. Ich habe schon damals... Also ich bin absoluter Rap-Fan. Ich habe damals immer San Diego, Money Rain, Empire. Das fand ich voll geil. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen den hatten. Auch bei Boss Aura fand ich das alles richtig chillig. Keine Ahnung. Ist Geschmackssache, meine Freunde. Magst du Dead Adam? Keine Ahnung, wer das ist oder was das ist. Freust du dich auf das Wochenende? Natürlich. Klar, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Oh, wow. Oder wie ging das? Vom lieben Hans, vom Hansi. Hans Entertainment. Was sagst du zu Rush Decks? Habe ich mal in einem Video angesprochen, finde ich nicht so cool. Not again. Den Magier knallen wir ganz schön weg mit dem Meteor. Oh, ich hätte eigentlich auch die Statue damit. Ja, hat ja getroffen. Okay. Und einen zweiten Skelettkönig, Freunde. Dann schön Skelettschwarm. Und dann setzen wir mal eine Erscheinung, die dann theoretisch... Scheiße, okay. Henker ist am Start. Aber trotzdem, plus 13 ist sexy, von daher kein Ding. Wir rushen das jetzt alles ganz schön durch hier. Machst du eigentlich mal ein Fan-Treffen? Nee. Nee. Erstens aus dem Grund, es wird eh keiner kommen. Und, nee, dafür bin ich noch way back zu klein.
Also als YouTuber zu klein und auch in Realität zu klein. Meine Frau ist 22. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ah, was wollte ich denn hier machen? Gute Frage. Ja, gute Frage, die ist echt gut. Ich bin gerade am Überlegen, was gucke ich eigentlich in letzter Zeit? Ich gucke eigentlich voll wenig. Also Lieblings-YouTuber heißt ja das, was du am liebsten schaust. Also keine Ahnung, in letzter Zeit gucke ich mir gerne die Compilations an von Gronkh, in denen er die ganze Zeit raged. Also nicht seine wirklichen Videos, sondern die Compilations über sein Rumbrüllen. Genauso wie Allotrix. Einfach nur Rumgeschreie, das finde ich ziemlich lustig. Ich würde selber, da habe ich keinen Bock drauf, weil es ist klar, das ist alles gespielt, damit die Leute Klicks machen, ist klar. Aber es ist trotzdem lustig, ne? Auch wenn man weiß, dass es Show ist. Wie lange machst du schon YouTube? Oktober, mein Freund. Oktober habe ich den Kanal gegründet. Der Freeze war total unnötig. Das war mein Freeze. Warum Freeze da meine Erscheinung? Da auch ein Freeze da reingeknallt. Der ist ja böse. Spielst du Clash of Clans? Also ich hab's auf dem Handy und ich krieg auch ständig Nachrichten davon. Aber ich spiel's nicht. Ich bin auf Level irgendwas mit 90. Boah, 14 Life Points, Kollege. Wollen wir ihn mal ein bisschen ärgern? Komm, wir ärgern ihn mal ein wenig. Hätte ich auch andersrum spielen können, ne? Oh, und wir haben gewonnen. Reflektor 2 benutze ich, um das Ganze zu reflektieren. Wie viele Spiele spielst du? Keine Ahnung, viele. Ich bin in der Lehre zum Zerspannungsmechaniker. Fachrichtung Drehtechnik. So, das ist meine Ausbildung. Also die ich jetzt mache. Ich bin im dritten Lehrjahr. Bin im Februar 2018, wenn ich die Prüfung bestehe, fertig. Und dann bin ich ausgelernter Facharbeiter. Freunde. Oh, der hat überlebt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal. Kannst du mal auf Twitch streamen? Das hatte ich vor. Aber mit Twitch diese ganze Partnervertragsgeschichten zu machen, da hatte ich keinen Bock drauf. Da hatte ich echt keine Lust drauf. Deswegen habe ich das abgelehnt. Ich habe eine PlayStation 3, glaube ich, im Wohnzimmer stehen. Und eine Wii. Aber ich spiele Konsole gar nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Die PlayStation habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen. Also, weil er sich eine PS4 damals geholt hat. Aber mich juckt Konsole eigentlich gar nicht. Ich benutze sie mehr zum Blu-rays gucken. Ich kann den schon zeigen, nur ich habe es gerade im Zimmer dunkel. Muss ich aufstehen, Licht anmachen, habe ich gerade keine Lust zu. Später vielleicht. Moin, moin, moin. Mein Lieblingsfilm. Oh, Siegeskiste. Komm mal auf die Scheiße. Krieger.
Mit dem Bogen-Tussi-Deck, das werden wir gleich auch noch benutzen. Sehr richtig. Sehr richtig. Die Armen, die fühlen sich bestimmt voll verarscht, dass sie einfach gegen einen spielen, der drei Level über einen ist, ne? Eigentlich total dumm von mir. Also unfair. Ich hab's ja nur gemacht für eine Challenge, also für euch, für Videos. Aber trotzdem irgendwie kacke. Meine Burg so möglich, so, das habe ich wirklich probiert, die Burg so hoch wie möglich zu heilen. Das habe ich probiert als Challenge heute. Ich bin nicht höher als so 13.000 HP gekommen. Und das fand ich nicht so krass, deswegen habe ich dazu kein Video gemacht. Also ich habe das zwar aufgenommen, aber ich habe die Aufnahme verworfen, weil ich das nicht krass genug fand. Ich denke, wenn man eine Challenge macht, dann muss sie auch wirklich so aussehen, ne? Dann muss sie so aussehen. Wie viele Abos machst du so am Tag? Keine Ahnung, ist unterschiedlich. Spielst du Clash Royale? Nein! Nein, nein, nein! Einfach schön beeilen hier. Einfach durchknallen. Sag mal, bist du geil? What the fuck? Warum fragt er mich sowas? Ist der Hase noch da? Ja, hier. Hier ist der Käfig. Ich finde Overwatch und Paladins geil. Ich mache da gar keine Unterschiede. Mir ist das egal. Ob das eine vom anderen kopiert ist oder nicht, das juckt. Das geht mir so am Arsch vorbei. Hauptsache, das Spiel ist geil. Ob es eine Kopie ist oder nicht, juckt doch keinen. Das Geile ist, die Karten machen natürlich viel mehr Schaden. Einfach aus dem Grund, dass sie viel höheres Level haben, ne? Geil. Die Bombe hat einfach dem Zwerg das halbe Leben weggenommen, ne? Geil. Ich mach bald ein Overwatch-Video, keine Sorge. Aber ich bin gerade so viel am Machen. Das Abo-Special ist unnormal viel Arbeit. Jeden Tag ein Castle Crush-Video. Oder vorproduzieren, also muss man manchmal am Tag zwei machen. Schneiden. Ja, das ist alles viel Arbeit, ne? Und da muss man dann auch Overwatch bzw. Paladins aufnehmen. Das ist viel, 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 viel zu tun. Von der Zeit, es ist nichts Schweres, es ist einfach Zeitfaktor. So. Wie ich in Real Life heiße, steht da oben. Das steht da oben. Hast du meinen Kommentar gelesen? Und wenn ja, freust du dich schon? Bitte antworte endlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Sorry. Kann sein, dass ich es das gelesen habe, aber wenn du nicht schreibst, was du geschrieben hast als Kommi, dann weiß ich gar nicht, was du meinst. Gönn dir eine Pause. Gönn ich mir, Bruder. Dankeschön. Findet deine Frau, dass du zu viel zockst? Boah, keine Ahnung. Kein Plan. Hobby. Einfach die Bombe dahin werfen, warum nicht? Jetzt den Meteor dahin knallen. Sag mal bitte deinen Spruch, meinen Spruch.
Welcher Spruch? Wir warten schön gediegen, damit wir alles schön wegfeilen können hier. Zack. Es macht Spaß, es macht Laune. Erst der Arsch, dann die Pflaume. Zack. Sehr schön. Ein Skelly-König, meine Freunde. Dann knallen wir noch einen zweiten Skelly-König gleich hinterher. So. Also wie gesagt, der Stream heute, den habe ich vorgezogen und werde ihn auch früher beenden als geplant. Einfach aus dem Grund, weil ich gleich noch wegfahren muss, Freunde. Ich muss aber. Man hat noch andere Verpflichtungen. Ja, ich werde ein Overwatch-Video machen. Dark Slight HD, das werde ich tun. Ich habe das doch schon in einem Video erwähnt, dass ich das machen werde. Aus zwei Gründen, weil ich Bock drauf habe und weil ich es geschenkt bekommen habe für Videos. Vom lieben Smash Bro. Du bist unscharf. Doch, ich bin scharf. Zweideutig. Wie alt bist du? 21. 21 Jahre jung. Meine Frau reinkommt und mich schimpft. Die schimpft mich nicht. Das ist eine ganz Liebe. Was hält deine Frau von YouTube? Gar nichts, glaube ich. Keine Ahnung. Kein Plan. Ich lese mehr Kommentare, als dass ich spiele. Ja, ja gut, ich muss mich jetzt auch nicht wirklich hier konzentrieren. Vielleicht kriege ich jetzt einen Blitz rein. Schade. Ich hasse den Henker, wirklich. Ich hasse den Henker. So eine Scheißkarte, wirklich. For to the King. Wichsen da mal in Inferno rein, sehr schön. Zwei Skelettkönige. Der eine stirbt jetzt, wir knallen einen zweiten wieder hinterher. Fall to the King. Fall to the King. So. Wieso machst du keinen Clickbait-Titel? Wieso ich das nicht mache? Weil es scheiße ist? Weil es assi ist? Er spielt tatsächlich mit der Windkarte. Ach, wir werden das Ganze mal hier verwandeln. Ich habe keinen Bock auf den Henker, der nervt so. Come on! Damit hat er nicht gerechnet, dass ich jetzt noch Pfeile am Start habe. So. Was hältst du von Mr. Mobile Fanboy? Nichts. Was soll ich von ihm halten? Warum muss ich von allem was halten? Mir sind die Sachen alle egal. Wenn mich etwas nervt, dann spreche ich es auch an. Aber unabhängig von den Einzelnen meistens. Hast du die Hosen an? Hast du keine Hosen an? Der Hase ist ja richtig am Austicken gerade. Das ist so traurige Musik manchmal. Wir knallen einfach mal eine +3-Erscheinung rein. Hä? Ach so, ich habe die doch verwandelt.
Hattest du früher mal Clickbait-Titel gemacht, als du noch ganz klein warst? Nö. Ich glaube nicht. Also an Clickbait an sich ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, wenn man es nicht übertreibt. Wenn man es einfach nicht übertreibt. Also wenn ich in mein Video reinschreibe, ich habe eine plus 28 Erscheinung, dann habe ich die auch. Dann darf man das auch schreiben. Das ist dann kein Clickbait. Warum? Aber wenn jemand schreibt, keine Ahnung, Weltklasse Gameplay und der spielt einfach Kacke, dann ist das Clickbait, Freunde. Oder da steht als Überschrift Mega Chest Opening und dann öffnet der eine große Kiste oder zwei große Kisten, dann ist das kein Mega Chest Opening oder so. Ne? Das wäre dann Clickbait. Aber das krasseste Clickbait, das in letzter Zeit passiert, sind mehr die Thumbnails als die wirklichen Titel. Wenn ich mir manchmal Thumbnails von YouTubern angucke, und da sind gerade die Mobile Game YouTuber, die sind die schlimmsten da, dann fasse ich mir manchmal an den Kopf und denke mir, was sind das eigentlich für Vögel? Wirklich. So armselig drum zu betteln. Hauptsache, man klickt einmal. Ob derjenige dann das Video mag oder nicht, juckt die gar nicht. Hauptsache, der eine Klick ist da. Werbeeinnahmen sind am Start. So dass man sich die ganze Scheiße wieder finanzieren kann. Und das ist der einzige Gedanke. Das fuckt ab. Nee, ich öffne heute keine Kisten. Ape-Crime-Skandal? Keine Ahnung, was ist da passiert? Klärt mich auf. Klärt mich auf. Ich hab doch einen Community-Clan. Freunde. Nur der ist leider voll. Not again. Was willst du denn? Bitte. Hey! Hase macht Faxen. Sie haben ihre Videos gelöscht und dann weiter Videos gemacht. Hä? Verstehe ich nicht. Was ist daran so schlimm? Verstehe ich nicht ganz. Klärt mich mal weiter auf hier. Meine Frau ist gerade duschen. Wie soll ich die euch zeigen jetzt? Und was ist in dem Video passiert? Ape-Crimes sind geldgeil. Zeig mir mal. Also guck mal, geldgeil zu sein. An sich. An sich, jeder Mensch arbeitet, um Geld zu verdienen, wo? Aber es gibt natürlich Typen, die übertreiben es schamlos. Habe ich ja auch heute in dem Video angesprochen. 10-Minuten-Video. Hauptsache, man hat gerade die 10-Minuten-Grenze erreicht, damit man schön Werbung knallen kann. Fünfmal Werbung reinknallen. Product Placement à la Bibi. Und dann den Arsch voll Geld haben für nichts, für überhaupt nichts, was sie kann. Dann finde ich, das ist frech und Bullshit. Aber an sich, Geld mit den ganzen hier zu verdienen, ist ja nichts Schlechtes. Ich schalte ja auch Werbung.
Ach so, die haben alles gelöscht, damit die Leute sich fragen, was da los ist. Dann haben die einfach ein. Ach, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, gut, ist halt ein Marketing-Move, wa? Könnte man ganz leicht so darstellen. War ein Marketing-Move. Das ist Marketing, Freunde. Kann ich dich morgen im TS um etwas bitten? Wenn ich morgen im TS bin, ja. WLAN-Probleme! Castle Crush! Castle Crush! Clash Mode, ich bin deiner Meinung. Burg 5, Sachen gibt's. Ich glaube, wir wechseln mal das Deck. Ja, Mann. Bogen-Tussi incoming. Ska ist im Prinzip einfach nur die Narbe auf Englisch. Die Narbe hier. So wie eine Narbe halt. Von Scarface, wer den Film kennt. Also die Figur von Scarface kennt. Davon habe ich mir das abgeguckt. Das war's schon. Was bedeutet eigentlich dieses Kappa? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was das ist, ey. Oh Mann, Rage Spell auf der falschen Lane, Kollege. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Freunde. Die Bogen-Tussi und der Narr unschlagbar. Beim Donaten kommt eine Fehlermeldung? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Normalerweise dürfte das aber gar nicht sein. Naja, das funktioniert normalerweise. Hast du Kontakte zu den Entwicklern? Sachen gibt's. Nein! Fehlplatzierung! Wurde die Animation von der Bogentussi verändert? Ich glaube ja. Aber das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich glaube ja. Nein! Bogen-Tussi tot. Oh, wir können jetzt den Drachen setzen. Das machen wir jetzt auch schön den Drachen reinwichsen. Ja, Mann. Hey, warum hat er. Ach so. Nein, ich wollte die Hexe gar nicht setzen. Warum setze ich die Hexe? Oh. Ach so, der Drache hatte eh gar kein Leben mehr. Scheißegal.
Scheißegal. Ist es schlimm, wenn man das Abo-Special nicht in einem Stück guckt? Natürlich ist das nicht schlimm. Hauptsache, man guckt es. Das wäre schön. Das sieht doch sexy aus, Freunde. Einfach Truppen reinschmeißen, warum nicht? Mach Kinder. Mach du doch Kinder. Overwatch in einem Stream? Ich glaube nicht. Nee. Hättest du jetzt eine Erscheinung gehabt? Was? Wie ich auf den Namen gekommen bin, das war einfach irgendein Name. Keine Ahnung. Hat keine wahre Geschichte eigentlich. Also ist einfach so passiert. Wollen wir den Drachen setzen, Freunde? Das machen wir. Drache ist sexy. Einfach nur sexy. Und weiter geht's. Ah. Heil Hitler. Was ist das denn für ein verfickter Name? Kollege. Was eine Arschgeburt, wirklich. Was ist das für ein Name? Dafür gehörst du richtig verkloppt, Kollege. Bin ich auf lilane Haare gekommen? Was für lilane Haare? Diese Musik, ey, macht einen nach einer Zeit ein bisschen traurig, ey. Ah, wir wichsen mal den Drachen rein. Warum denn nett? Boah, die Bombe war geil. Die Bombe war richtig geil.
Ich glaube, wir wichsen einen zweiten Drachen hinterher. Einfach nur, weil es geil aussieht. Wir hätten eigentlich gerade schon gewonnen. Egal, wir wichsen einen zweiten Drachen rein. Im Profilbild, ach so. Ja, einfach so. Weil es Spaß macht. Marius 07, ich glaube, du solltest mal zum Doktor gehen, ohne Witz. Wer solche Fragen stellt, mit dem stimmt was nicht. Der Hase, ey. Spielst du Pokémon Go? Never. Freunde, never. So ein schlechtes Blatt, Freunde. Oh. What the fuck? Was ist denn das bitte für ein Blatt? Was kriegt man hier manchmal für Karten ab? Das ist einfach... nicht normal, wie scheiße. Oh! Jetzt verliere ich gegen einen der 1700 Trophäen, also ey, ist doch lächerlich. So, wir wichsen jetzt den Drachen rein, mir egal. So, das sieht doch besser aus. Ich hasse dich. Tschüss. Ich hasse dich auch. Sperren. Ja, wir wichsen den Drachen rein. Das hast du richtig gehört. Sorry, dass ich... Ja, ich musste früher streamen, sonst hätte ich gar nicht streamen können. Also entweder so oder ich hätte gar nicht gestreamt. Dann habe ich gedacht, komm, ich habe das im Video angekündigt, dann muss ich es auch machen. Das wäre asozial, es dann nicht zu tun. Aber ich musste früher streamen, weil ich noch was zu tun hatte. Meine Freunde. Wie viele Legendäre hast du? Alle außer den Schamanen. Und den kriege ich noch, Freunde, den kriege ich noch. So, machen wir Golem gegen Golem. Die hauen sich jetzt die Köpfe ein. Eins, zwei, drei. Oh, er spielt unfair. Hör auf mit der vulgären Sprache. Hier sind auch Kinder. Eieiei. Eieieiei. Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Vulgären Sprache. Was ist, wenn ich dir 500 Euro spende? Nichts ist dann. Spenden sind freiwillig. Wer es macht, cool. Wer nicht, ist auch okay. Alles cool.
Was wollen meine Eltern denken, wenn du die ganze Zeit sagst, wir wichsen den Drachen rein? Ja, was sollen die denn denken? Freunde, künstlerische Freiheit. Das ist alles künstlerische Freiheit. Der Marius will Aufmerksamkeit. Aber er kriegt sie auch. Scheiße. Ich geh mal trainieren. Was? Immer schön weiter hier. Wir müssen die 2500 Trophäen schaffen, Freunde. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, dass man mit den Trophäen runtergeht, extra. Und glaubt mir, das hat lange gedauert. Und dann im Livestream das Ganze hochspielt. Ist doch eine geile Idee, oder nicht? Also ich fand's richtig cool. Also ich find's richtig cool, so. Scheiße. Dann verwandeln wir das Ganze mal. Ich weiß gar nicht, warum man über so etwas überhaupt diskutieren muss. So wie ich im Privaten spreche, so rede ich auch in den Videos. Wem es nicht passt, wie gesagt, es muss sich keiner meine Sachen angucken. Ich zwinge doch keinen, Freunde. Ich zwinge doch keinen von euch. Und gewonnen. Ja, wir machen das heute noch. Ob ich die Merkel mag? Warum soll ich die mögen? Oh nein! Egal, wir knallen die Bogentussi rein. Ah, die ist so krass. Not again. So, das sieht sehr gut aus, Freunde. Wisst ihr was? Wir knallen mal auf die dritte Lane zwei Golems rein. Sehr schön.
Nein, der Drache kam zu spät. Wir haben den Drachen zu spät reingewichst, Freunde. Reingewichst. Wir haben erstmal 7 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich spiele gegen den Karl. Und der Karl spielt erstmal eine Statue. Okay. Nicht so schnell, mein Freund. Nein. Egal. Den fallen wir jetzt gleich weg. Du beantwortest gar keine Fragen. Doch, tue ich. Nur ich muss ja halt auch spielen, ne? Alles kann man auch nicht schaffen hier. Dieser scheiß Krieger, wirklich. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte einfach. Aber da haben wir die krass weggefeilt, Freunde. Ich wollte schon weggewichst sagen, aber. Ah, wir haben die auch weggewichst. Doch, das haben wir auch gemacht. Und gewonnen, Freunde. Bogen, Tussi und Drache sind beide richtig geil. Von denen ist aber keine wirklich besser. Würde ich jetzt so behaupten. Ja, weil der Mod, der hätte kommen sollen, ist nicht gekommen und deswegen kann er mir keine Fragen vorlesen, Freunde. Deswegen kann ich nicht jede einzelne beantworten. Ich muss ja auch noch spielen. Was hältst du von YouTube Deutschland? Gibt coole, einige coole, aber es gibt viel mehr beschissene. Das ist meine Meinung. Oh, sehr schön. Zack. Ich glaube, Freunde, wir werden jetzt gleich den Drachen reinwichsen. Was hält ihr davon? Ja, wir wichsen jetzt schön den Drachen hier rein.
Oh, sehr schön. Oh. Dieser Navi, der lacht. Drache incoming, Freunde. I'm coming home, coming home. Let the world know I'm coming home. Let the rain wash away. Ich weiß, ich musste die SDS. Talent. Ich bin ein Talent. Nein. Ah, hätte ich gar nicht so spielen müssen. Ich hab doch Pfeile. Egal. Ah. Drache Nummer 2 oder was? Zwei Drachen auf Vormarsch. Das ist ja mal richtig geil. Ah, sehr schön. Wisst ihr was? Weil es Spaß macht, einfach mal alle Pfeile wegknallen. Ne, ich bin nicht auf dem Teamspeak. Ich bin nicht auf dem Teamspeak. Scheiße. Hä? Ach so, die Pfeile waren zu früh. Nein! Oh! Also die Bogentussi war echt nicht gut gesetzt, egal. Ey, wie lange geht denn diese Runde hier? Wie findest du ApoRed? Ich kenne nicht ein einziges richtiges Video von ihm. Das, was ich mitgekriegt habe, war auf Rap-Update von ihm, wer die Seite kennt, weil er Rap-Videos gemacht hat. Das ist so scheiße, wirklich. Ey, so richtige Grütze. Bäh. Ich habe mir das angeguckt und der ist so ekelhaft, so einfach. Dieses eklige, ich bin besser oder keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Voll widerlich. Ist überhaupt nicht meins. War irgendwie ein bisschen komisch. Wir warten und jetzt. Sehr schön. Jetzt können wir den. Wir werden den Skelettkönig unten setzen. Reicht da eine Bombe? Jo. Der Hase tickt aus. Zweimal der Drache, Freunde. Ich höre hauptsächlich Deutschrap. Wirklich, hauptsächlich, ja.
Magst du Crow? Nö. Nein. Kennst du JBB? Na klar. Natürlich. Wie findest du dich mit 15.000 Abos? Hä? Wie finde ich mich? Ich finde mich so wie immer. Keine Ahnung. Wie soll man sich dann finden? Hörst du 187? Ja, Mann. 187 ist dein lebenslanger Hassel. Hasskarte. Alles, was im Rush-Deck drin ist. Krieger, Bogies. Rush-Deck ist Kacke. Nein! Hase ist am Austicken. Aber wir haben die schwarze Hexe, Freunde. Ach, das regelt mein Skelettkönig hier. Zack. Schön noch den Narr hinterher klatschen. Dein Lieblingsrapper. Aus Nostalgie heraus würde ich Bushido sagen, weil die alten Sachen einfach unerreichbar sind eigentlich. Wirklich unerreicht, die sind so krass. Sonst zur Zeit muss ich sagen, eigentlich Shindy. Es ist eigentlich fast. Also, was da abgeht, ist einfach alles krass eigentlich, ne? Savage ist krass. Ziggy ist krass. Keine Ahnung. Einfach alles. Lieblingsrap-Lied. Nie ein Rapper. Denn ich war nie ein Rapper. Ich hab mir alles selber beigebracht. Magst du SpongeBob? Ja. Ja. Nein! Ich wollte doch nur einen Kristall setzen. Wie lange willst du YouTube machen? So lange, wie es mir Spaß macht. Sobald es keinen Bock mehr macht, höre ich sofort auf. Magst du das Lied Bitch, ich kann die Welt verändern? Kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. SpongeBob und Kollebeef? Geil. Richtig geil. Wenn sich zwei Typen beefen, die so viel drauf haben, dann kann nur gute Musik bei rumkommen. Und das ist das Geile. Natürlich ist das für die Scheiße, denn. Man hat da wahrscheinlich auch oft persönlich ein bisschen Stress mit so halt private Dinge, die dann passieren bei so Beef-Geschichten. Für die ist das nicht so geil, aber für uns als Zuschauer mega nice. Habe ich schon beantwortet. 187 ist Killer. Hast du Geschwister? Ja, drei Stück. Ich bin the youngest. Der Hase tickt die ganze Zeit aus, Freunde. Ich glaube, ich muss jetzt eh die schwarze Hexe setzen. Scheiße. Hehe. Hat umsonst geheilt, der Kollege.
Schaust du, ich habe früher One Piece geguckt, sogar sehr gerne, aber jetzt gerade nicht mehr, nee. Was war für dich das beste Spiel 2016? GTA 5. Nee, Quatsch, das kann doch gar nicht 2016, was laber ich? Habe ich irgendwas gespielt, das 2016 auch rausgekommen ist? Ich glaube gar nicht. GTA 5 ist, glaube ich, 2014 raus. Keine Ahnung. Bin ich auf dem neuesten Stand? Ach so, Freunde. Es gibt ja so ein kleines Ritual. Die Leute, die von Anfang an dabei sind, die wissen das. Bei meinen Livestreams kommen wir irgendwann an den Punkt an, in dem ich sage, Freunde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, indem wir alle unter das letzte Video von mir gehen. Das letzte Video mit der. Das ist jetzt momentan das plus 28 Erscheinungsvideo. Darunter gehen jeder einzelne von euch, wirklich jeder, musste es, der musste jetzt draufklicken und Hashtag Stream in die Kommentare schreiben. Das ist total wichtig. Das gehört dazu, Freunde, zu meinen Videos. Das gehört einfach dazu. Nein, die Bogentussi kommt jetzt wieder. Schnell töten. Ja, sehr schön. Eine Bewertung vom Diss-Track. Ja, so tief stecke ich da jetzt auch nicht drin, Freunde. So tief stecke ich da jetzt auch nicht drin. Ist auch geil, ne? Nein! Und da setze ich auch noch eine Skelettarmee hin. Dumm. Dumm, einfach dumm. Tja, der Henker, der stirbt jetzt, Kollege. Obwohl, der hier wird den. Ne, der stirbt auch. Magst du Gomme HD? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Wir haben ja schon gleich wieder die 2000 Trophäen, Freunde. Willst du den Stream danach auch hochladen? Ja. Der wird danach auch auf YouTube laufen. Oh, Scheiße, okay. Oh, da wichsen wir den Skelettkönig rein, Freunde. Ein was? Ein Kist Opening, Chest Opening. Irgendwann mal, Freunde. Aber in letzter Zeit habe ich auf sowas eigentlich gar keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe eigentlich alles an Kisten geöffnet, was man öffnen kann. Es fehlt mir nur eine Karte, das ist der Schamane. Deswegen finde ich das gerade gar nicht so cool, wenn man jetzt Chest Opening macht. Ja, ich kenne Trimax.
PS4 oder Xbox, frag Sheldon Cooper, der weiß das. Herr der Ringe, geil. Herr der Ringe ist Killer. Wie kamst du auf den YouTube-Namen Spielewiese? Habe ich schon beantwortet. Aber ich sag's nochmal, das war, hat keine wirkliche Geschichte. Ich habe einfach irgendeinen Nickname angegeben. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss den Namen umändern auf 2000 noch was Trophäen, weil 2500, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinkriege. Was ne Ficke. Nein, da heilt den auch noch. Okay, ich brauche jetzt unbedingt den Skelettkönig. Oh! Okay, jetzt müssen wir den Drachen sofort reinwichsen, Leute. Sofort. Sehr schön. Alter, was war das denn? Nein! Ja, ich hätte eigentlich die Hexe spielen müssen, das war dumm. Ja, wie viel schwarze Ritter hat der denn? Ich verliere jetzt. Ist ja nicht normal. Alter. Was? Der zweimal den Freeze auf der Hand. So, jetzt machen wir den platt, ey. Ja, gewonnen. Das haben wir gewonnen, Freunde. Warum leckt die Scheiße denn jetzt schon wieder so? Warum leckt das denn jetzt so? Livestream-Zustand ist auf grün. Leute,
scheiß Wichse hier. Welcher Burg war ich denn eben? Hier, Burg 4. Von Burg 4 auf Burg 5 nehmen wir den Livestream einfach. Von von Burg 4 auf Burg 6. So. Scheiß Internet! Leute, ich mach den Livestream aus. Das ist irgendwie scheiße. Also wenn die das nicht irgendwann in den Griff kriegen, ne? Dann höre ich einfach auf mit den Livestreams, wirklich. Das ist nicht mehr geil hier. Tut mir leid. Das ist so traurige Musik manchmal. Wir knallen einfach mal eine +3-Erscheinung rein. Hä? Ach so. Ich hab die noch verwandelt. Hattest du früher mal Clickbait-Titel gemacht, als du noch ganz klein warst? Nö. Ich glaube nicht. Also an Clickbait an sich ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, wenn man es nicht übertreibt. Wenn man es einfach nicht übertreibt. Also wenn ich in mein Video reinschreibe, ich habe eine +28-Erscheinung, dann habe ich die auch. Und dann darf man das auch schreiben. Das ist dann kein Clickbait. Warum? Aber wenn jemand schreibt... keine Ahnung, Weltklasse Gameplay und der spielt einfach Kacke, dann ist das Clickbait, Freunde. Oder da steht als Überschrift Mega Chest Opening und dann öffnet der eine große Kiste oder zwei große Kisten, dann ist das kein Mega Chest Opening oder so. Ne? Das wäre dann Clickbait. Aber das krasseste Clickbait, das in letzter Zeit passiert, sind mehr die Thumbnails als die wirklichen Titel. Wenn ich mir manchmal Thumbnails von YouTubern angucke und da sind gerade die Mobile Game YouTuber, die sind die schlimmsten da, dann fasse ich mir manchmal an den Kopf und denke mir, was sind das eigentlich für Vögel? Wirklich. So armselig drum zu betteln. Hauptsache, man klickt einmal. Ob derjenige dann das Video mag oder nicht, juckt die gar nicht. Hauptsache, der eine Klick ist da. Werbeeinnahmen sind am Start. So dass man sich die ganze Scheiße wieder finanzieren kann. Und das ist der einzige Gedanke. Das fuckt ab. Nee, ich öffne heute keine Kisten. Ape-Crime-Skandal? Keine Ahnung, was ist da passiert? Klärt mich auf. Klärt mich auf. Ich hab doch einen Community-Clan. Freunde. Nur der ist leider voll. Not again. Was willst du denn? Bitte. Hey. Hase macht Faxen.
Sie haben ihre Videos gelöscht und dann weiter Videos gemacht. Verstehe ich nicht. Was ist daran so schlimm? Verstehe ich nicht ganz. Klärt mich mal weiter auf hier. Meine Frau ist gerade duschen. Wie soll ich die euch zeigen jetzt? Und was ist in dem Video passiert? Ape-Crimes sind geldgeil. Zeig mir mal. Also guck mal, geldgeil zu sein. An sich. Jeder Mensch arbeitet, um Geld zu verdienen, wa? Aber es gibt natürlich Typen, die übertreiben es schamlos. Habe ich ja auch heute in dem Video angesprochen. 10-Minuten-Video. Hauptsache, man hat gerade die 10-Minuten-Grenze erreicht, damit man schön Werbung knallen kann. 5-mal Werbung reinknallen. Product Placement à la Bibi. Und dann den Arsch voll Geld haben für nichts, für überhaupt nichts, was sie kann. Dann finde ich, das ist frech und Bullshit. Aber an sich, Geld mit den ganzen hier zu verdienen, ist ja nichts Schlechtes. Ich schalte ja auch Werbung. Ach so, die haben alles gelöscht, damit die Leute sich fragen, was da los ist. Dann haben die einfach ein... Ach, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja gut, ist halt ein Marketing-Move, oder? Könnte man ganz leicht so darstellen. War ein Marketing-Move. Das ist Marketing, Freunde. Kann ich dich morgen im TS um etwas bitten? Wenn ich morgen im TS bin, ja. WLAN-Probleme! Castle Crush! Castle Crush! Clash Mode, ich bin deiner Meinung. Burg 5, Sachen gibt's. Ich glaube, wir wechseln mal das Deck. Ja, Mann. Burgen Tussi incoming. Ska ist im Prinzip einfach nur die Narbe auf Englisch. Die Narbe hier. So wie eine Narbe halt. Von Scarface, wer den Film kennt. Also die Figur von Scarface kennt. Davon habe ich mir das abgeguckt. Das war's schon. Was bedeutet eigentlich dieses Kappa? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was das ist, ey. Oh Mann, Rage Spell auf der falschen Lane, Kollege. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Freunde. Die Bogentussi und der Narr unschlagbar. Beim Donaten kommt eine Fehlermeldung? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Normalerweise dürfte das aber gar nicht sein. Kopieren. Einfügen.
Naja, das funktioniert normalerweise. Hast du Kontakte zu den Entwicklern? Sachen gibt's. Nein! Fehlplatzierung! Ha. Wurde die Animation von der Bogentussi verändert? Ich glaube ja. Aber das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich glaube ja. Nein! Bogentussi tot. Oh, wir können jetzt den Drachen setzen. Das machen wir jetzt auch schön den Drachen reinwichsen. Ja, Mann. Hey, wo hat er... Ach so. Nein, ich wollte die Hexe gar nicht setzen. Warum setze ich die Hexe? Oh. Ach so, der Drache hatte eh gar kein Leben mehr. Scheißegal. Scheißegal. Ist es schlimm, wenn man das Abo-Special nicht in einem Stück guckt? Natürlich ist das nicht schlimm. Hauptsache, man guckt es. Das wäre schön. Das sieht doch sexy aus, Freunde. Einfach Truppen reinschmeißen, warum nicht? Mach Kinder. Mach du doch Kinder. Overwatch in einem Stream? Ich glaube nicht. Nee. Wird gestartet. Sachen gibt's. Vielleicht läuft das ja jetzt. Vielleicht läuft es ja jetzt. Meine Freunde. Hallo. Leck die Scheiße immer noch. Ich habe extra den Router neu gestartet. Live-Stream-Zustand ist sehr gut, steht hier. Neu gestartet. Nur jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's doch, Freunde. Hört ihr mich überhaupt? Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich?
glaube schon. Kann ein bisschen hier. Ah, nein. Mike, das hier? Ja, sehr schön. Sehr schön. Freunde. Ach, meine Nase juckt. Hey, Scar. Hey, Sammy. Was geht, Sammy? Sammy Alzane. Ah, sehr schön. Lauter. Woo. So. So. Jetzt ist das Mikro auf volle Lautstärke, also noch höher geht gar nicht. So, Freunde. Stream laggt. Sorry, ich habe Router neu gestartet. Ich habe meine Internetleitung gerade überprüfen lassen, so Unity Media technisch. Da ist alles gut. Ich verstehe gar nicht so richtig, woran das liegt. 120.000er Leitung bei Unity Media, also eine ganz normale Leitung. Ich weiß gar nicht, warum die da so Faxen machen. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil YouTube Livestreaming noch in der Beta ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Router. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich mag Bananen. Sachen gibt's. Ich mag Äpfel. So, ich denke mal, wir fangen jetzt damit an, so wie es der Titel sagt, Freunde, von ungefähr 1000. Ich habe ein bisschen hochgespielt, weil ich eben noch Sturmelementar aufgenommen habe, aber eine andere Challenge habe ich nicht mehr geschafft zeitlich, denn ich muss später noch weg. Meine Frau ist gerade in der Dusche. Deswegen habe ich jetzt schon früher angefangen zu streamen, weil ich früher wieder aufhören muss, weil wir noch wegfahren werden. Aber das wusste ich heute Mittag noch nicht, als ich das Video hochgeladen habe. Was haben wir denn hier? Ich ändere gerade den Titel. Live 1000 Pokal. Ne, Live von 1000 auf 2500, denke ich, werden wir schaffen. Ich denke, das werden wir schaffen, Freunde. Meine Frau soll in den Stream kommen. Nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Da hatte ich keinen Bock drauf. So, mit dem Deck spielen wir, mit meinem Lieblingsdeck. Und ja, die ersten paar Matches, die dürften eigentlich normalerweise... Ne, weil man ist halt in der Arena, der es noch sehr chillig zugeht. Jo. Seit wann spiele ich Castle Crush? Eigentlich schon im Prinzip fast seit Release. Here I come. Here I come. Ich sehe gar nicht, wie viel... Das aktualisiert bei mir auch gar nicht so richtig. Wie viele Zuschauer wir haben. Bei mir steht jetzt 194. Feel my curse. Curse. Ja, wir werden vielleicht auch mal ein paar andere Decks spielen, weil jetzt am Anfang dürfte das alles eigentlich gar kein... Game bitte lauter. Jo. Sofort. Am Anfang dürfte das gar kein Problem sein, Freunde. Ich habe viel höhere Karten und wahrscheinlich mehr Erfahrung. Das hört sich so ein bisschen... Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber so meine ich das gar nicht. Mehr Erfahrung. Haben wir eine schöne plus 10 Erscheinung. Ja. Freunde. Und das haben wir gewonnen. Hab immer gedacht, dass die Hexe Feel My Pain sagt. Da hast du falsch gedacht. Wir bekommen jetzt die Siegeskiste in Burg 4. Das, ich weiß gar nicht, ist da... ja doch, da muss eigentlich weniger drin sein. Keine Ahnung. Schau mal, Bruder, ich. Wie findest du, dass das Spiel noch nicht für Android raus ist? Also...
Ja, man weiß nicht wirklich die Gründe, warum. Das weiß keiner. Von daher würde ich da immer aufpassen, was man da so sagt. Also, mich selber, mich packt das nicht, weil ich kein Android benutze. Aber für die anderen, die es benutzen, das ist natürlich scheiße, ist klar. Was soll es sonst sein? Hoho. Da kann man auch gar nicht drum rumreden, boah, ist klar. Ist kacke. Was ist deine Lieblingskarte und warum? Erscheinung und Bogentussi. Bogentussi, weil es eine Tussi ist. Und Erscheinung, weil sie erscheint. Ja, also dieser Stream wird definitiv auf YouTube hochkommen. Also kann ich leider keine Musik oder so im Hintergrund spielen lassen, weil ich dann Probleme nicht mit GEMA bekomme, weil die GEMA hat ja jetzt irgendwie gelernt, die Klappe zu halten. Aber einfach so wegen Content-ID-Sperrung oder wie nennt sich die ganze Geschichte. Hast du den neuen Track von SpongeBoss gesehen? Ja, habe ich. Ich habe schon damals... Also ich bin absoluter Rap-Fan. Ich habe damals immer San Diego, Money Rain, Empire. Das fand ich voll geil. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen den hatten. Auch bei Boss Aura fand ich das alles richtig chillig. Keine Ahnung. Ist Geschmackssache, meine Freunde. Magst du Dead Adam? Keine Ahnung, wer das ist oder was das ist. Freust du dich auf das Wochenende? Natürlich. Klar, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Oh, wow. Oder wie ging das? Vom lieben Hans, vom Hansi. Hans Entertainment. Was sagst du zu Rush Decks? Habe ich mal in einem Video angesprochen, finde ich nicht so cool. Not again. Den Magier knallen wir ganz schön weg mit dem Meteor. Oh, ich hätte eigentlich auch die Statue damit. Ja, hat sie ja getroffen. Okay. Und einen zweiten Skelettkönig, Freunde. Dann schön Skelettschwarm. Und dann setzen wir mal eine Erscheinung, die dann theoretisch... Scheiße, okay. Henker ist am Start. Aber trotzdem, plus 13 ist sexy, von daher kein Ding. Wir rushen das jetzt alles ganz schön durch hier. Machst du eigentlich mal ein Fan-Treffen? Nee. Nee. Erstens aus dem Grund, es wird eh keiner kommen. Und, nee, dafür bin ich noch way back zu klein. Also als YouTuber zu klein und auch in Realität zu klein. Meine Frau ist 22. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ah, was wollte ich denn hier machen? Gute Frage. Ja, gute Frage, die ist echt gut. Ich bin gerade am überlegen, was gucke ich eigentlich in letzter Zeit? Ich gucke eigentlich voll wenig. Also Lieblings-YouTuber heißt ja das, was du am liebsten schaust. Also keine Ahnung, in letzter Zeit gucke ich mir gerne die Compilations an von Gronkh, in denen er die ganze Zeit raged.
Also nicht seine wirklichen Videos, sondern die Compilations über sein Rumbrüllen. Genauso wie Allotrix. Einfach nur Rumgeschrei, das finde ich ziemlich lustig. Ich würde selber, da habe ich keinen Bock drauf, weil es ist klar, das ist alles gespielt, damit die Leute Klicks machen, ist klar. Aber es ist trotzdem lustig, ne? Auch wenn man weiß, dass es Show ist. Wie lange machst du schon YouTube? Oktober, mein Freund. Oktober habe ich den Kanal gegründet. Der Freeze war total unnötig. Das war mein Freeze. Warum Freeze da meine Erscheinung? Der Augenfreeze da reingeknallt. Der ist ja böse. Spielst du Clash of Clans? Also ich hab's auf dem Handy und ich krieg auch ständig Nachrichten davon. Aber ich spiel's nicht. Ich bin auf Level irgendwas mit 90. Boah, 14 Life Points, Kollege. Wollen wir ihn mal ein bisschen ärgern? Komm, wir ärgern ihn mal ein wenig. Hätte ich auch andersrum spielen können, ne? Oh, und wir haben gewonnen. Reflektor 2 benutze ich, um das Ganze zu reflektieren. Wie viele Spiele spielst du? Keine Ahnung. Viele. Ich bin in der Lehre zum Zerspannungsmechaniker. Fachrichtung Drehtechnik. So, das ist meine Ausbildung. Also die ich jetzt mache. Ich bin im dritten Lehrjahr. Bin im Februar 2018, wenn ich die Prüfung bestehe, fertig. Und dann bin ich ausgelernter Facharbeiter. Freunde. Oh, der hat überlebt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal. Kannst du mal auf Twitch streamen? Das hatte ich vor. Aber mit Twitch diese ganze Partnervertragsgeschichten zu machen, da hatte ich keinen Bock drauf. Da hatte ich echt keine Lust drauf. Deswegen habe ich das abgelehnt. Ich habe eine PlayStation 3, glaube ich, im Wohnzimmer stehen. Und eine Wii. Aber ich spiele Konsole gar nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Die PlayStation habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen, also weil er sich eine PS4 damals geholt hat. Aber mich juckt Konsole eigentlich gar nicht. Ich benutze sie mehr zum Blu-rays gucken. Ich kann den schon zeigen, nur ich habe es gerade im Zimmer dunkel. Muss ich aufstehen, Licht anmachen, habe ich gerade keine Lust zu. Später vielleicht. Moin, moin, moin. Mein Lieblingsfilm. Oh, Siegeskiste. Komm mal auf die Scheiße. Krieger. Mit dem Bogen-Tussi-Deck. Das werden wir gleich auch noch benutzen. Sehr richtig. Sehr richtig. Die Armen, die fühlen sich bestimmt voll verarscht, dass sie einfach gegen einen spielen, der 3 Level über einen ist, ne? Eigentlich total dumm von mir. Also unfair. Ich habe es ja nur gemacht für eine Challenge, also für euch, für Videos. Aber trotzdem irgendwie kacke. Meine Burg so möglich, so, das habe ich wirklich probiert, die Burg so hoch wie möglich zu heilen. Das habe ich probiert als Challenge heute. Ich bin nicht höher als so 13.000 HP gekommen. Und das fand ich nicht so krass, deswegen habe ich dazu kein Video gemacht. Also ich habe das zwar aufgenommen, aber ich habe die Aufnahme verworfen, weil ich das nicht krass genug fand. Ich denke, wenn man eine Challenge macht, dann muss sie auch wirklich so aussehen, ne? Dann muss sie so aussehen. Wie viele Abos machst du so am Tag? Keine Ahnung, ist unterschiedlich.
Spielst du Clash Royale? Nein! Nein, nein, nein! Einfach schön beeilen hier. Einfach durchknallen. Sag mal, bist du geil? What the fuck? Warum fragt er mich sowas? Ist der Hase noch da? Ja, hier. Hier ist der Käfig. Ich finde Overwatch und Paladins geil. Ich mache da gar keine Unterschiede. Mir ist das egal. Ob das eine vom anderen kopiert ist oder nicht, das juckt. Das geht mir so am Arsch vorbei. Hauptsache, das Spiel ist geil. Ob es eine Kopie ist oder nicht, juckt doch keinen. Das Geile ist, die Karten machen natürlich viel mehr Schaden. Einfach aus dem Grund, dass sie viel höheres Level haben, ne? Geil. Die Bombe hat einfach dem Zwerg das halbe Leben weggenommen, ne? Geil. Ich mach bald ein Overwatch-Video, keine Sorge. Aber ich bin gerade so viel am Machen. Das Abo-Special ist unnormal viel Arbeit. Jeden Tag ein Castle Crush-Video. Oder vorproduzieren, also muss man manchmal am Tag zwei machen. Schneiden. Ja, das ist alles viel Arbeit, ne? Und da muss man dann auch Overwatch bzw. Paladins aufnehmen. Das ist viel, 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 viel zu tun. Von der Zeit. Es ist nichts Schweres. Es ist einfach Zeitfaktor. So. Wie ich in Real Life heiße, steht da oben. Das steht da oben. Hast du meinen Kommentar gelesen? Und wenn ja, freust du dich schon? Bitte antworte endlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Sorry. Kann sein, dass ich es gelesen habe, aber wenn du nicht schreibst, was du geschrieben hast als Kommi, dann weiß ich gar nicht, was du meinst. Gönn dir eine Pause. Gönn ich mir, Bruder. Dankeschön. Findet deine Frau, dass du zu viel zockst? Boah, keine Ahnung. Kein Plan. Hobby. Einfach die Bombe dahin werfen, warum nicht? Jetzt den Meteor dahin knallen. Sag mal bitte deinen Spruch. Meinen Spruch? Welcher Spruch? Wir warten schön gediegen, damit wir alles schön wegfallen können hier. Zack. Es macht Spaß, es macht Laune. Erst der Arsch, dann die Pflaume. Zack. Sehr schön. Ein Skelly-König, meine Freunde. Dann knallen wir noch einen zweiten Skelly-König gleich hinterher. So. Also wie gesagt, der Stream heute, den habe ich vorgezogen und werde ihn auch früher beenden als geplant. Einfach aus dem Grund, weil ich gleich noch wegfahren muss, Freunde. Ich muss aber. Man hat noch andere Verpflichtungen. Ja, ich werde ein Overwatch-Video machen. Dax Light HD. Das werde ich tun. Ich habe das doch schon in einem Video erwähnt, dass ich das machen werde. Aus zwei Gründen. Weil ich Bock drauf habe und weil ich es geschenkt bekommen habe für Videos. Vom lieben Smash Bro.
Du bist unscharf. Doch, ich bin scharf. Zweideutig. Wie alt bist du? 21. 21 Jahre jung. Meine Frau reinkommt und mich schimpft. Die schimpft mich nicht. Das ist eine ganz Liebe. Was hält deine Frau von YouTube? Gar nichts, glaube ich. Keine Ahnung. Kein Plan. Ich lese mehr Kommentare, als dass ich spiele. Ja, ja gut, ich muss mich jetzt auch nicht wirklich hier konzentrieren. Vielleicht kriege ich jetzt Blitz rein. Schade. Ich hasse den Henker, wirklich. Ich hasse den Henker. So eine Scheißkarte, wirklich. For to the King. Wichsen da mal in Inferno rein, sehr schön. Zwei Skelettkönige. Der eine stirbt jetzt, wir knallen einen zweiten wieder hinterher. Fall to the King. Fall to the King. So. Wieso machst du keinen Clickbait-Titel? Wieso ich das nicht mache? Weil es scheiße ist? Weil es assi ist? Er spielt tatsächlich mit der Windkarte. Ach, wir werden das Ganze mal hier verwandeln. Ich habe keinen Bock auf den Henker, der nervt so. Come on! Damit hat er nicht gerechnet, dass ich jetzt noch Pfeile am Start habe. So. Was hältst du von Mr. Mobile Fanboy? Nichts. Was soll ich von ihm halten? Warum muss ich von allem was halten? Mir sind die Sachen alle egal. Wenn mich etwas nervt, dann spreche ich es auch an. Aber unabhängig von den Einzelnen. Meistens. Hast du die Hosen an? Hast du keine Hosen an? Der Hase ist ja richtig am Austicken gerade. Hättest du jetzt eine Erscheinung gehabt? Was? Wie ich auf den Namen gekommen bin. Das war einfach irgendein Name. Keine Ahnung. Hat keine wahre Geschichte eigentlich. Also. Ist einfach so passiert. Wollen wir den Drachen setzen, Freunde? Das machen wir. Drache ist sexy. Einfach nur sexy.
Und weiter geht's. Ah. Heil Hitler, was ist das denn für ein verfickter Name? Kollege. Was eine Arschgeburt, wirklich. Was ist das für ein Name? Dafür gehörst du richtig verkloppt, Kollege. Wie bin ich auf lilane Haare gekommen? Was für lilane Haare? Diese Musik, ey, macht einen nach einer Zeit ein bisschen traurig, ey. Ah, wir wichsen mal den Drachen rein. Warum denn nett? Boah, die Bombe war geil. Die Bombe war richtig geil. Ich glaube, wir wichsen einen zweiten Drachen hinterher. Einfach nur, weil es geil aussieht. Wir hätten eigentlich gerade schon gewonnen. Egal, wir wichsen einen zweiten Drachen rein. Im Profilbild, ach so. Ja, einfach so. Weil es Spaß macht. Marius 07, ich glaube, du solltest mal zum Doktor gehen, ohne Witz. Wer solche Fragen stellt, mit dem stimmt was nicht. Der Hase, ey. Spielst du Pokémon Go? Never. Freunde, never. So ein schlechtes Blatt, Freunde. Oh. What the fuck? Was ist denn das bitte für ein Blatt? Was kriegt man hier manchmal für Karten ab? Das ist einfach nicht normal. Wie scheiße. Oh. Jetzt verliere ich gegen einen der 1700 Trophäen, also ist doch lächerlich. So, wir wichsen jetzt den Drachen rein, mir egal. So, das sieht doch besser aus. Ich hasse dich. Tschüss. Ich hasse dich auch. Sperren. Ja, wir wichsen den Drachen rein. Das hast du richtig gehört. Sorry, dass ich... Ja, ich musste früher streamen, sonst hätte ich gar nicht streamen können. Also, entweder so oder ich hätte gar nicht gestreamt. Dann habe ich gedacht,
Komm, ich habe das im Video angekündigt, dann muss ich es auch machen. Das wäre asozial, es dann nicht zu tun. Aber ich musste früher streamen, weil ich noch was zu tun hatte. Meine Freunde. Wie viele Legendäre hast du? Alle außer den Schamanen. Und den kriege ich noch, Freunde, den kriege ich noch. So, machen wir Golem gegen Golem. Die hauen sich jetzt die Köpfe ein. 1, 2, 3. Oh, er spielt unfair. Hör auf mit der vulgären Sprache. Hier sind auch Kinder. Eieiei. Eieieiei. Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Vulgären Sprache. Was ist, wenn ich dir 500 Euro spende? Nichts ist dann. Spenden sind freiwillig. Wer es macht, cool. Wer nicht, ist auch okay. Alles cool. Was wollen meine Eltern denken, wenn du die ganze Zeit sagst, wir wichsen den Drachen rein? Ja, was sollen die denn denken? Freunde, künstlerische Freiheit. Das ist alles künstlerische Freiheit. Der Marius will Aufmerksamkeit. Aber er kriegt sie auch. Scheiße. Ich geh mal trainieren. Was? Immer schön weiter hier. Wir müssen die 2500 Trophäen schaffen, Freunde. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, dass man mit den Trophäen runtergeht, extra. Und glaubt mir, das hat lange gedauert. Und dann im Livestream das Ganze hochspielt. Das ist doch eine geile Idee, oder nicht? Also ich fand's richtig cool. Also ich find's richtig cool, so. Scheiße. Dann verwandeln wir das Ganze mal. Ich weiß gar nicht, warum man über so etwas überhaupt diskutieren muss. So wie ich im Privaten spreche, so rede ich auch in den Videos. Wem es nicht passt, wie gesagt, es muss sich keiner meine Sachen angucken. Ich zwinge doch keinen, Freunde. Ich zwinge doch keinen von euch. Und gewonnen.
Ja, wir machen das heute noch. Ob ich die Merkel mag? Warum soll ich die mögen? Oh nein! Egal, wir knallen die Bogentussi rein. Ah, die ist so krass. Not again. So, das sieht sehr gut aus, Freunde. Wisst ihr was, wir knallen mal auf die dritte Lane zwei Golems rein. Sehr schön. Nein, der Drache kam zu spät. Wir haben den Drachen zu spät reingewichst, Freunde. Reingewichst. Wir haben erstmal 7 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir spielen gegen den Karl. Und der Karl spielt erstmal eine Statue. Okay. Nicht so schnell, mein Freund. Nein. Egal. Den fallen wir jetzt gleich weg. Du beantwortest gar keine Fragen. Doch, tue ich. Nur ich muss ja halt auch spielen, ne? Alles kann man auch nicht schaffen hier. Dieser scheiß Krieger, wirklich. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte einfach. Aber da haben wir die krass weggefallen, Freunde. Ich wollte schon weggewichst sagen, aber... Ah, wir haben die auch weggewichst. Doch, das haben wir auch gemacht. Und gewonnen, Freunde. Bogentussi und Drache sind beide richtig geil. Von denen ist aber keine wirklich besser. Würde ich jetzt so behaupten.
Ja, weil der Mod, der hätte kommen sollen, ist nicht gekommen und deswegen kann er mir keine Fragen vorlesen, Freunde. Deswegen kann ich nicht jede einzelne beantworten. Ich muss ja auch noch spielen. Was hältst du von YouTube Deutschland? Gibt coole, einige coole, aber es gibt viel mehr beschissene. Das ist meine Meinung. Oh, sehr schön. Zack. Ich glaube, Freunde, wir werden jetzt gleich den Drachen reinwichsen. Was hält ihr davon? Ja, wir wichsen jetzt schön den Drachen hier rein. Oh, sehr schön. Hoho. Dieser Narr wieder lacht. Drache incoming, Freunde. I'm coming home, coming home. Let the rain come home. Let the rain wash away. Ich weiß, ich musste die SDS. Talent. Ich bin ein Talent. Nein. Ah, hätte ich gar nicht so spielen müssen. Ich hab doch Pfeile. Egal. Ah. Drache Nummer 2 oder was? Zwei Drachen auf Vormarsch. Das ist ja mal richtig geil. Ah, sehr schön. Wisst ihr was? Weil es Spaß macht, einfach mal alle Pfeile wegknallen. Ne, ich bin nicht auf dem Teamspeak. Ich bin nicht auf dem Teamspeak. Scheiße. Ach so, die Pfeile waren zu früh. Nein! Oh! Also die Bogentussi war echt nicht gut gesetzt, egal. Ey, wie lange geht denn diese Runde hier? Wie findest du ApoRed? Ich kenne nicht ein einziges richtiges Video von ihm. Das, was ich mitgekriegt habe, war auf Rip-Update von ihm, wer die Seite kennt, weil er Rap-Videos gemacht hat. Das ist so scheiße, wirklich. Ey, so richtige Grütze. Ich habe mir das angeguckt und der ist so ekelhaft, so einfach. Dieses,
Dieses, wirklich dieses eklige, ich bin besser oder keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Voll widerlich. Ist überhaupt nicht meins. War irgendwie ein bisschen komisch. Wir warten. Und jetzt. Sehr schön. Jetzt können wir den... wir werden den Skelettkönig unten setzen. Reicht da eine Bombe? Jo. Der Hase tickt aus. Zweimal der Drache, Freunde. Ich höre hauptsächlich Deutschrap. Wirklich, hauptsächlich, ja. Magst du Crow? Nö. Nein. Kennst du JBB? Na klar. Natürlich. Wie findest du dich mit 15.000 Abos? Hä? Wie finde ich mich? Ich finde mich so wie immer. Keine Ahnung. Wie soll man sich dann finden? Hörst du 187? Ja, Mann. 187 ist dein lebenslanger Hassel. Hasskarte. Alles, was im Rush-Deck drin ist. Krieger, Bogies. Rush-Deck ist kacke.